Das heißt, man braucht diese Feldwegbrücke gar nicht bauen. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir reagieren wieder auf eine neue Folge Realer Irrsinn. Und diese Folge oder dieses React wird euch präsentiert von Crowdy. Denn das ist die Anmod, die er für diese Folge vorgeschlagen hat. Über 7 Brücken musst du gehen, doch keine ist so überdimensioniert wie die in Reichertshausen. Rein in diesen wunderbaren Irrsinnaal. Hier im beschaulichen Reichertshausen in Bayern ist die alte Kohlmühlbrücke marode. Weil sie deswegen vor fast 6 Jahren gesperrt wurde, muss endlich eine neue her. Gebaut wird nicht etwa so eine kleine Popelbrücke für 3 Tonner, auch keine für 16 Tonner. Nein, man denkt ganz groß. Sie ist ja dann auch für 40 Tonnen ausgelegt. Also sprich, ich kann da mit einem Sattelauflieger dann durch das Inntal fahren. Jaha, und so ein Sattelauflieger fährt natürlich oft über diesen Feldweg. Moment. Wie oft? 40 Tonnen? Wie viel wiegt normaler LKW, der voll beladen ist? Diese üblichen Dinger, die da so lang fahren auf der Autobahn? Echt? Waren das nicht 25? Wo hast du da wohl gleich einen Taschenrechner raus? Den habe ich noch nicht geschlossen. Oh, unterschiedlich, ja, okay. Egal, ich war jetzt einfach wieder mal unwissend. Aber danke. Danke, Chat. Verbesserung heißt meistens größer, breiter, tiefer, schwerer. Genau, aber dafür auch billiger. Dem Freistaat Bayern und seiner großzügigen Förderung sei Dank. Hä? Statt 288.000 Euro für eine kleine 16-Tonnen-Brücke muss die Gemeinde für die große 40-Tonnen-Brücke nur 165.000 Euro aus eigener Tasche zahlen. Win-win für Bürger und Politik. Ist für uns natürlich etwas merkwürdig, weil man das Gefühl hat, die Gemeinde ist jetzt gar nicht mehr in der Lage, selbst zu entscheiden, was man bauen will, weil man anhand der Förderung nur dazu genötigt ist, die große Brücke zu bauen. Ach was. So, das Problem hat man aber häufiger, ne? Das hat man ja ganz häufig, dass Gemeinden, wenn die was besorgen wollen, gerade bei so Dingen wie für die Öffentlichkeit zugänglich sind, Bänke und so weiter, dass bestimmte Modelle günstiger sind und deswegen geholt werden als andere. Auch wenn es völlig unsinnig ist, diese zu holen. Und dann machen die das. Je nach Ladung, ob Klopapier oder Goldbarren. Im Schnitt vollbeladen 40 Tonnen, okay. Meine Lieben, ich verabschiede mich hier erstmal. Vielleicht komme ich später nochmal wieder. Ich wünsche euch nochmal viel Spaß. Kisu, danke, dass du dabei warst. War schön, dich zu lesen. Vielleicht bis später. Schönen Abend noch. Es gibt unzählige, die auch vollbeladen leichter sind. Je nach Zugmaschine, Auflieger und so weiter. Genötigt. So hat die Mehrheit im Gemeinderat jetzt nun mal entschieden und damit ja auch Steuergeld der Reichertshausener Bürger gespart. Genial. Also theoretisch. Warum? Für die Gemeinde wird die Brücke dadurch günstiger. Die Steuergelder werden aber immer genommen, entweder von der Gemeinde an sich oder von dem großen Land. Also das Steuerzahler zahlt's immer. Na klar, irgendwoher muss das Geld ja kommen. Frei nach dem Motto, kaufst du billig, kaufst du zweimal, wird hier an die Bauern und Bürger gedacht. Heute, wie ich es vorher gerade gesagt habe, sind also diese Fahrzeuge schon schwerer wie diese 16 Tonnen. Und damit würde diese 16-Tonnen-Brücke, wenn man sie so bauen würde, eher verschleißen. Gut, zwar hat niemand die Brücke seit ihrer Sperrung vor 5 Jahren so wirklich vermisst. Vielleicht, weil es einen Kilometer weiter auch schon eine große Brücke gibt, sogar mit asphaltierter Straße. Das heißt, man braucht diese Feldwegbrücke gar nicht bauen. Bei uns haben sie Bänke im Park aufgestellt mit Armlehnen. Also eine in der Mitte, damit da keiner drauf schläft. Lol. Na gut, damit kannst du deine Wirbelsäule aber auch ein bisschen strecken, wenn du dann so drüber gehst und so. Na, egal.
Aber dafür sparen die Landwirte mit der 49-Tonnen-Brücke künftig ein paar Minuten ein, wenn sie auf ihre Felder wollen. Und außerdem denkt man im Rathaus von Reichertshausen nicht nur groß, sondern auch weitsichtig. Wenn ich eine Stahlbetonbrücke baue, dann baue ich die für die nächsten 100 Jahre. Wer weiß, vielleicht wird aus diesem Feldweg hier in 100 Jahren ja eine Autobahn. Die passende Brücke wäre jedenfalls schon genau da. Das ist wirklich einfach nur ein Feldweg, ne? Das ist einfach nur Erde. Befestigte Erde, oder? Ja, das haben die hier auch gemacht. Unfassbar. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass alles teurer ist, wenn es von Gemeinden oder vom Land gebaut wird. Ja, klar. Das auf jeden Fall. Das ist ja wie, sobald du ein medizinisches Produkt kaufst, dann ist das schon teurer. Also, nur weil es dann medizinisch ist. Im Grunde hätte dann einfach eine Schüssel von Ikea gereicht in manchen Fällen. Aber gut, ne? Ja, wenn euch das hier gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal beim realen Irrsinn. Diese Brückengeschichten, immer wieder gut.